Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem monatlichen DM-Haul. Ja, eigentlich befinde ich mich ja noch in meinem Wochenbett, aber ich konnte es mir trotzdem nicht nehmen lassen und meinen Monatseinkauf selber zu erledigen. Außerdem habe ich das eben mit einem anderen Weg verbunden und die kleine Maus war dabei. Das war unser erster Shopping-Trip sozusagen und ich muss sagen, sie ist eine super Begleiterin. Ja, genau, ich zeige euch mal, was wir alles diesen Monat brauchen oder gebrauchen werden. Das Allerwichtigste: Stilleinlagen. Ich hatte jetzt vor der Geburt keine gekauft gehabt. Ich hatte nämlich noch ganz viele von meiner ersten Stillzeit, die schon offen waren. Genau, die habe ich jetzt verbraucht. Und dann habe ich mir jetzt hier die von Babylove gekauft. Ich muss ehrlich sagen, ich bin bis jetzt mit denen super gefahren. Und was ich an denen auch gut finde, ist, dass sie nicht alle einzeln verpackt sind, wie hier zum Beispiel von Lancelot oder... Welche Marke hat das denn noch? Auf jeden Fall, Lancelot, weiß ich, dass die alle einzeln verpackt sind. Und das hat mich so gestört in der ersten Stillzeit. Und ja, wie gesagt, mit denen bin ich sehr zufrieden. Und deswegen habe ich sie mir diesmal auch gekauft. Ah, ich nehme mal meinen Korb hier auf den Schoß. Ja, was bei uns leer gegangen ist, ist ein Vollwaschmittel. Habe ich euch auch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Hier das zum Beispiel benutzen wir sehr gerne für Hector seine Sachen oder so. Oder... keine Ahnung, für Marius seine Kleidung, die er zum Ausbau von unserem Dachboden benutzt. Also alles, was jetzt nicht ja, ständig an unserem Körper ist, sagen wir mal so. Genau, das habe ich jetzt nachgekauft. Außerdem habe ich ein neues Kirschkernkissen gekauft. Wir haben zwar eins, aber ich würde das gerne aussortieren, weil ich das sehr viel benutzt habe, als ich Corona-krank war. Also nicht, dass ich denke, dass da noch Bakterien oder Viren drauf sind, aber ich wollte halt jetzt für die Kinder nochmal eins kaufen und ja, ich selber weiß zwar jetzt nicht. In der Schwangerschaft habe ich es auch öfters benutzt, aber so ein Kirschkernkissen schadet nicht zu Hause. Deswegen habe ich uns ein neues gekauft. Ja, dann habe ich uns direkt zwei Waschmittel gekauft, weil jetzt auch durchs Wochenbett und die Kleine, da muss man sich noch einpendeln und gucken, da geht oft ein Stuhlgang mal daneben. Und deswegen habe ich direkt zwei Waschmittel gekauft. Drei Spüle habe ich noch, deswegen gab es diesen Monat nur Waschmittel. Dann habe ich mir meine Haut-, Haar- und Nägeltabletten gekauft. Die werde ich weiterhin nutzen. Bin sehr zufrieden damit. Ich bin mal gespannt jetzt durch eine Hormonumstellung, ob sich was an meinen Haaren oder so verändert, ob mir die Haare ausfallen. Ich merke auf jeden Fall, dass meine Haut hier an der Stirn langsam ein bisschen ja, eskaliert, aber noch nicht so extrem. Gab es schlimmere Tage, aber wie gesagt, ich werde auf jeden Fall meine Haut-, Haar- und Nägel weiterhin nehmen. Dann, was auch immer mit muss, sind unsere Desinfektionstücher von Denk mit. Die sind ja wirklich vielseitig einsetzbar, als ja, sowohl zu Hause als auch im Auto. Entschuldigung. Ja, brauchen wir immer und deswegen mussten jetzt auch wieder welche mit. Ja, und dann musste auch nochmal feuchtes Klopapier mit, habe ich euch auch schon in meinem letzten Haul gezeigt. Jetzt auch in meinem Wochenbett benutze ich das auch sehr oft und bin sehr zufrieden damit. Und die von Tempo sind zwar etwas teurer, aber halten auf jeden Fall deutlich länger frisch und feucht. Deswegen auch sehr gut. Und das ist hier sanft und sensitiv mit Aloe Vera. Also auch noch pflegend. Dann, was auch mit musste, ist Nachfüllseife. Händewaschen ist sehr wichtig. Und ja, wir haben ganz viele Seifenspender, die gerne mal öfters aufgefüllt werden müssen. Deswegen, hier, das finde ich auch, das riecht sehr gut. Berry Vanille, sehr, sehr gut. Ja, und dann habe ich mir hier solche Slip-Einlagen gekauft. Ich bin mal gespannt, weil mein Wochenfluss ja jetzt auch schon wirklich fast vorbei ist. Also kaum noch. Es kommt vielleicht mal so schubweise. Ja, ich bin mal gespannt, wie die so sind. Hier steht mit Geruchsschutz, aber ohne extra Duftstoffe. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie die so sind. Extra Large steht hier. Ja, werde ich euch auf jeden Fall berichten, falls es euch interessiert. Dann habe ich mir hier so einen Bio-Husten- und Bronchial-Tee gekauft. Das hatte ich auch schon gehabt, habe ich jetzt auch euch in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Das kann man sowohl, soweit ich weiß, auch in der Schwangerschaft nehmen, also trinken. Und wie ihr ja hört, ich bin immer noch nasal, ich habe immer noch Husten. Henry hat auch leichten Husten und deswegen habe ich das hier mal gekauft. Hier sind solche Pyramiden-Teebeutel, sind das, wie viele sind denn hier drinne? 12 Pyramiden, genau. Ich werde mir auch auf jeden Fall gleich einen Tee damit zubereiten. Dann habe ich von Weleda hier so ein Wundschutzcreme gekauft. Das ist hauptsächlich für den Kindergarten. Henry braucht das. Ja, je nachdem, was er isst, kriegt er einen wunden Po. Und ja, wir haben das auf jeden Fall schon im Kindergarten auch angesprochen,
dass er auf jeden Fall regelmäßig gewickelt werden muss, sonst haben wir leider hier das Geschrei groß, weil es ihm dann wehtut. Haben wir schon und also haben wir auch zu Hause und das geben wir in den Kindergarten mit. Dann habe ich uns auch direkt zwei Zahnpasta gekauft. Ich glaube, da gab es einen Coupon oder so mit 20%. Und deswegen habe ich unser Lieblingszahnpasta nachgekauft. Colgate Max Fresh. Genau. Ich muss immer mit. Dann habe ich hier so ein Nachfüll-Sensitive Waschgel gekauft. Ich glaube, da gab es auch einen Coupon, deswegen habe ich es gerade mitgenommen. Wir haben zwar noch ein bisschen was da, aber die kleine Maus wird ja jetzt auch bald öfters mit irgendwas gewaschen. Bis jetzt haben wir sie immer nur mit Wasser gewaschen. Das hat alles gut funktioniert, aber irgendwann braucht man auch dann ein Waschgel. Und das von Hip, also damit sind wir sehr zufrieden. Also das haben wir beim Henry auch direkt schon von Anfang an benutzt und das benutzen wir immer noch bei ihm. Und wie gesagt, er hat auch sehr empfindliche Haut und bei ihm hat es nie geschadet. Genau, dann habe ich ihm auch gerade Shampoo nachgekauft. Also das ist jetzt wirklich nur für den Henry. Papa ist da immer sehr großzügig, deswegen musste jetzt relativ fix ein neues her. Das erste hat uns, glaube ich, 1,5 Jahre gereicht oder so, aber jetzt das zweite war innerhalb von 3 Monaten fast leer. Wie gesagt, Hip, Babysanft, damit sind wir sehr zufrieden. Dann habe ich uns Wattestäbchen nachgekauft, hier von Ebelin. Die sind super gut, kein Plastik, alles aus Pappe und nachhaltig. Ja, genau. Dann gab es etwas gratis zur Geburt der kleinen Maus. Und zwar konnten wir uns Windel aussuchen. Ich habe hier die Größe 1 von Babylauf genommen. Die Kleine trägt zwar noch Nuller, aber ich denke, jetzt bald werden wir umsteigen. Hier steht zwar von 2 bis 5 Kilo, aber die kleine Maus ist sehr zierlich. Deswegen, wie gesagt, benutzen wir noch Nuller, aber ist es schon mal gut, wenn man so einen Pack zu Hause hat. Ja, bleiben wir bei Geschenken. Es gab hier so einen Koffer geschenkt. Das ist ja, wenn man in diesem Club angemeldet ist von DM, haben wir beim Henry auch. Und beim Henry habe ich super gerne die ganzen Glückwunschkarten, die Geburtstagskarten sind da drin. Und ja, das werden wir jetzt bei der Kleinen auch machen. Ich fand es nur schade, dass es nur in Grün gibt. Also, oh, hier ist der Knoten wohl ab. Dass es nicht in einer anderen Farbe noch gab. Aber okay, kann man ja beschriften. Also hier kann ich ja ihren Namen hinschreiben. Dann weiß man, das eine ist von ihr und das andere ist von Henry. Dann was etwas Neues. Ich bin sehr gespannt, wie das riecht. Und zwar Allzwecktücher. Eigentlich haben wir keine gebraucht, aber ich fand das ganz cool, weil es neu ist. Rose Mandel. Bin ich mal gespannt, wie gesagt, wie es riecht. Und ja, ist so ein Vorteilspack. Es war direkt günstiger, so ein Vorteilspack zu kaufen wie einzeln. So, dann hole ich mal den Rest auf meinen Schoß wieder. Dann gab es was Neues für den Henry. Und zwar Bio-Mini-Spekulatius-Kekse Limited Edition. Ich weiß, es ist noch Zeit bis Weihnachten, aber ich habe mir gedacht, komm, ich nehme die mal mit, solange es die gibt. Lass ich mal Henry gleich oder später direkt mal probieren, aber ich denke, die werden ihm schmecken. Ja, und dann habe ich Henry noch ein paar Quetschis gekauft, auch wenn er aktuell keine Quetschis nimmt. Erstens gab es Prozente und ich glaube, die sind auch relativ lange haltbar. Ja, genau, bis nächstes Jahr August. Also, falls der Henry die nicht isst, wird die kleine Maus sie essen. Einmal hier Mango, Orange, in Apfel mit Vollkorn. Dann Mango, Banane, in Apfel mit Karotte. Ups. Und Erdbeer, Banane, in Apfel mit Müsli. Und ich denke mal, so für unterwegs wird er sie auf jeden Fall nehmen. Ja, und dann habe ich auch für unterwegs nochmal so Fruchtriegel für ihn gekauft, auch von Babylove. Einmal hier so Apfel, Aronia-Beere, dann Getreideriegel mit Apfel-Karotte und Getreideriegel Apfel-Banane. Soweit ich weiß, darf ich ihm sogar sowas mit in den Kindergarten geben für Nachmittag. Aber hier, wie gesagt, ist nur für unterwegs. Und dann hier nochmal Erdbeer-Kirsch. Und was haben wir hier noch? Ja, Gallseife-Fleckenspray habe ich gekauft von Dr. Beckmann. Wurde mir empfohlen. Ich bin mal sehr gespannt. Eigentlich komme ich auch mit Gallseife, mit so einer normalen, sehr gut zurecht. Aber wenn es dann doch mal schnell gehen soll, will ich das mal einfach mal auf die Flecken drauf sprühen und mal gucken, ob das dann rausgeht. Wie gesagt, wir haben uns noch nicht so eingependelt mit der kleinen Maus. Da geht öfters noch was dazwischen oder daneben. Und deswegen, ja, braucht man das. So, für Hector musste auch was mit. Da habe ich ihm seine Knabberstreifen gekauft, hier von Dein Bestes. Genau. Die sind am günstigsten bei DM. Umgerechnet auf Kilopreis. Genau, hier sind wie viele Stück? 20 Stück drin. Davon habe ich gerade 2 Packungen gekauft. Und dann habe ich auch für ihn noch
zwei Packungen Dental Sticks gekauft. Die sind ebenfalls sehr günstig bei DM. Dann habe ich für mich ein Sprühdeo gekauft. Ich habe euch ja in meinem letzten DM-Haul gezeigt, dass ich mir ein Rolldeo gekauft habe. Ist okay, jetzt auch so für die Anfangszeit, weil ich früher gesagt habe, ja, für die Kleine, ich will nicht so viel rumsprühen. Aber ganz im Ernst, ich kann ja mein Deo benutzen, ohne dass sie im Raum ist. Und ja, deswegen habe ich mir mein Invisible Aqua Rexona Deo nachgekauft. Dann habe ich für Henry noch ein paar Gläschen gekauft. Unter anderem Pasta mit Spinat Alaska Seelachs. Er bekommt ja Fisch immer so Freitag, Samstag oder Donnerstag, Freitag. Und da wir selber Fisch relativ selten zubereiten, also Fischstäbchen manchmal, obwohl wir sehr gerne Fisch essen, kaufe ich das gerne als Gläschen, wie gesagt. Er isst ja sonst viel auch vom Tisch. Und dann habe ich ihm nochmal so eine Gemüsepfanne mit Kartoffeln und Rind gekauft. Das schmeckt ihm nämlich auch sehr gut. Und das sind halt so Gläschen für ein Backup, wenn man nicht weiß, was man gerade kochen soll. Oder, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ihm insgesamt 2 von den Rind und 4 von den Lachsgläschen gekauft. Und dann haben wir hier was im Petto. So, dann musste auch was für den Papi mit. Einmal ein Duschgel von L'Oreal Men Expert. Das ist hier für alles. Für seinen Körper, für seine Haare und für seinen Bart. Ich finde das immer so faszinierend, dass es für Männer einfach ein Produkt für alles gibt. Dann von L'Oreal Men Expert auch ein Deo musste für ihn mit. Das mag er super gerne. Ich finde es auch gut. Und dann gab es, glaube ich, ein Coupon oder so, gab es ein Balea-Shampoo gratis. Ja, habe ich ihn auch einfach mitgenommen. Schadet nicht, ne? So, ich glaube, das war's. Es sei denn, mir ist hier noch was runtergefallen. Nee, sieht aus, als wär's. Ich hoffe, euch hat mein DM heute gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Und damit ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpasst, einfach die Glocke aktivieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!